Wir kommen zur letzten Lerneinheit im Kapitel 2, Organisation des Internets. Auch hier habe ich eine Auswahl getroffen an Organisationen, die für uns Webentwickler und Entwicklerinnen interessant sind. Zunächst die Logos dieser drei von mir ausgesuchten Organisationen, ISO, ICANN und W3C. ISO, International Organization for Standardization, sollte jedem technikaffinen Menschen bekannt sein, zumal die ISO eine Teilorganisation der UN ist und zuständig für internationale Standards. Dem einen oder anderen Fernsehtechniker, so wie unser eins früher mal, wird CCITT noch ein Begriff sein, aufgelöst 83 ungefähr zur ITU. Ich sage das auch nur, weil es die ITU war, die das OSI-Referenzmodell für Netzwerktechnologien, diese Schichtarchitektur, 7 Schichten, 83 veröffentlicht hat. Und das war ja der Beginn von TCP/IP, der Erfolgsgeschichte davon. Die NIC ist nochmal interessant, Network Information Center, der Name ist da nicht so vielsagend, aber sie sind verantwortlich für die Ressourcen, für den technischen Betrieb des Domain Name Systems und in ihren nationalen Ausprägungen, DENIC beispielsweise für Deutschland, ist die NIC wichtig für die Beantragung von Domainnamen. Will man generische Top-Level-Domains wie .com, .net oder .org sichern, dann, also generisch habe ich gesagt, ja, also nicht länderspezifisch, dann muss man sich an die Core-NIC wenden. Die Organisation ICANN ist letztlich für die IP-Adressen zuständig. Das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, im Gegensatz zur Cornic, die nach dem schweizerischen Modell arbeitet. Es ist eine Corporation, ja, und deswegen auch schon mal in die Kritik geraten. Und sie, ja, früher hieß sie Jana, ist Herrin über die IP-Adressen. Die europäische Untersektion RIPE kann nochmal von Bedeutung sein auf den langen Weg zur eigenen Domain. Ich werde das im nächsten Kapitel ausführlich erläutern im Rahmen dessen, was mir da begegnet ist, bis ich zur Top-Level-Domain .eu für Asnova gekommen bin. Und dann, noch nicht, W3C, IETF, die Internet Engineering Task Force, eine offene Organisation, so offen, dass auch Sie dazu beitreten könnten. Sie beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung des Betriebs des Internets. Und hier ist die Organisation, die uns im nächsten Kapitel beschäftigen wird, weil sie hat die maßgeblichen Standards herausgebracht für HTML, CSS und vielen, vielen mehr. Sie ist hier seit 1994 als Ideenschmiede des Webs tituliert, würde ich im Moment als in Anführungszeichen setzen, weil sie ist halt sehr konservativ, ja, seit 94. Die Standards, wir wollen HTML5-Apps entwickeln im zweiten Teil des Kurses. Und es sind eigentlich die Browserhersteller, die da pressen mit neuen Ideen. Sie sind vom W3C dahingehend abhängig, weil man will ja nicht wieder verfallen in die Browserkriege der 90er Jahre. Microsoft versus Netscape versus mit solchen Attributen wie Best Viewed By.
Man will die Webseiten, das Ausliefern von Webseiten Browser unabhängig gestalten. Das geht nur über das W3C. Nun sind die halt sehr zurückhaltend, wenn es wirklich um neue Dinge geht, wie HTML5. Aber dazu, wie gesagt, im nächsten Kapitel mehr. Eins will ich aber gleich zeigen, wenn wir auf die Plattform gehen. Habe ich, wie an vielen Stellen, weiteres Material und Literatur in Anhänge gepackt. Der Titel ist nicht ganz treffend. Hier geht es um eine Diskussionsfrage. TechSpeak, ist Ihre Website W3C valide? Was heißt das? Nun, Sie sollten und werden die verschiedenen Tools hier nutzen von der Organisation W3C, um halt die Validität ihrer Artefakte in der Website, die Website selbst zu prüfen. Schauen wir uns das mal in diesem einen Beispiel an. Wenn wir das auf Ars Nova EU loslassen, den Validator, so haben wir die erfreuliche Nachricht, dass die Startseite valide ist nach HTML5. Die Warnung betrifft uns nicht. Das ist der Checker, der hier noch nicht so verabschiedet ist. Früher war man stolz drauf, dann eine entsprechende TÜV-Plakette auf seine Website heften zu dürfen. Aber das ist nicht mehr Usus. Gut, merken wir uns W3C. World Wide Web Consortium, deshalb so wichtig, weil wir hier die Standards definiert vorfinden und vor allen Dingen die Tools, die Validatoren, die diese Standards überprüfen. Also falsch ausgesprochen, nicht überprüfen, sondern das, was Sie mit diesen Standards erstellen, ob das auch konform ist mit den offiziellen Dokumenten über die Standards. Das war's. Wir sehen uns wieder im Kapitel 2.